Okay, das ist alles klar. Ja, alles klar. Wir haben einen Punkt. Treffe die Energieschaffe zu einer Stimme, wir haben schießen aus der Hüfte. Nee. Nö. Bring das den Schaden, weil Stürzen als Marathon, man kannst unbegrenzt schnell sprinten, das machen wir mal. Und dann speichern wir mal kurz. Speichern. Da gucke ich mal nach, ob ich gerade aufnehme. Überhaupt aufnehme. So. Und so. Ja. Super. Wie viel haben wir? 15 Uhr. Okay. Kann ich ja noch was spielen. Und deswegen stelle ich mich gerade mal auf Xbox Live auf beschäftigt. So. Und ich denke, wir werden jetzt direkt. Okay. Ich denke, wir werden jetzt direkt die neue Mission machen: Monkey See, Monkey Boom. Da wir ja direkt hier sind, ich denke, das ist kein Problem für euch, oder? Egal. Speichern wir. Brauchtest du nicht Hilfe? Du. Oh, groß! Ich hab hier etwas, was die Rebellen aber sowas von lieben werden! Ich weiß, wo heute ein Haufen Waffen und Munition und so lagert. Das Lager war bloß immer schwer bewacht. War? All der Stress mit dir und Vars und den Rebellen. Heute musst du seine Leute umverteilen, klar? Hoyts Lager ist in einer verlassenen U-Boot-Weltkriegsbasis der Japaner in irgendeiner Höhle voll Indie, oder? War mal eine echte Touristenfalle vor dem Kollaps. Gibt nur zwei Eingänge. Die alten Versorgungstunnel, die von Hoyts Leuten von innen verschlossen werden und den U-Boot-Kanal. Also durch ein Unterwasserrohr schwimmen. Klingt lustig. Tja, ich würde ja Bubbles 3 oder Snowflake 2 schicken, aber die Äffchen haben wenig Körperfett an sich. Sie würden ertrinken. Bleibst nur du, Mann. Schwimm, nimm ein Boot, egal, und ich sage dir, wo du den Sprengstoff legst, wenn du drin bist. Hier ist das C4. Viel Glück, Mann. Was? Du gibst mir Sprengstoff und umarmst mich? Machst du Witze? Das heißt positive Unterstützung, Mann. Ich glaube an dich. Na komm. Eher nicht. Man kann nie genug umarmt werden. Das ist eine Tatsache. Was ist mit dir los, Mann? U-Boot-Bunker. Okay, erreiche U-Boot-Bunker. Wo ist der? Da ist der U-Boot-Bunker, okay. Das sind 2000 fucking Meter. Naja, egal. Du warst leider hier, Freunde. Wir sehen uns dann demnächst. So, aber das hier Teil dieses Reisegefährt ist hier ganz schön geil irgendwie, finde ich. Das mache ich jetzt hier nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Ah, komm. Fahr um die Ecke. Naja, weiter geht's nicht. Ich meine, sind trotzdem noch keine Ahnung.
Wenn wir hier kurz die Kisten ausplündern. So, gehen wir hier rein und wollen wir mal hier ein bisschen Querfeld ein. Aber wir sind nah dran, sage ich jetzt mal. Aber ich sehe gerade hier einen Funkturm, da werde ich den gerade mal machen. Ich meine, man soll ja auch nur nicht immer Story, Story, Story und alles machen. Ist auch mal schön, denke ich mal. Wenn man so ein bisschen, dazwischen so ein bisschen Gameplay hat, würde ich sagen. Komm hoch hier. Und dann hier. Hoch hier. Ich will das Let's Play auch langsam mal beendet haben. Wo lang geht's jetzt? Und da ich auch schon einen Plan fürs nächste Projekt habe, wo lang geht's denn jetzt? Nein! Oh nein, jetzt bin ich sogar gestorben. Alter, was ist denn hier los? Mann. Ich hab den Weg gesucht und dann habe ich ihn gefunden und dann bin ich zu schlecht gesprungen und dann bin ich gestorben. Ah, ist das super. Ist das super. Ich weiß gar nicht, wie super das immer ist. Oh, Ich dachte gerade, ich würde halt jetzt wieder verkackt. Aber es ist ja noch mal gut gegangen. Aber die geile Munition einpacken. Jetzt sind wir wieder hier. Nein! Ist jetzt zwar dumm, eigentlich eine Spritze zu nehmen, aber naja. Was man nicht alles für die Gesundheit tut, ne? Mein Jason, glaube ich, ist ja jetzt auch nicht der Privatpatient, ne? Wo muss ich jetzt lang? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Bin ich jetzt komplett runtergefallen? Nein, ich habe den Weg doch jetzt gesehen. Nein. Och Mann, komm Freunde, ich bin jetzt... Langsam kriege ich echt jetzt hier die Krise. Oh, spät aufgestanden, ja. Dann ist man jetzt gerade schön voll, ist voll gefressen. Ja.
krieg wirklich gleich jetzt hier wirklich die Krise, Alter. Kann ja nicht wahr sein. So, geh doch einfach hoch! Weißt du? Klettern jetzt. So. War das jetzt wirklich so schwierig? Mein lieber Herrgott. Ah, so, hoch hier. Jetzt haben wir auf die Leiter geschafft. Also, so gut wie, ich denke mal, wir werden jetzt nicht hier runterfallen von der Leiter. Erstmal kaputt machen hier, das Schloss kaputt machen. Dann hier das Modul raus, die Schalter umlegen. Und die Rundfahrt genießen. Ja, willkommen hier bei Rock Island Traveling. Wir bieten hier einen dreiwöchigen Aufenthalt, einen dreitägigen Aufenthalt auf den Rock Islands. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Insel. BZ-19 haben wir jetzt gerade. Boah, ich frage mich langsam, was ist in meinem Kopf? Was passiert in meinem Kopf? Wie oft wir jetzt gestorben sind. Und das nur an fucking Aussichtspunkten, ja? An normalen fucking Aussichtspunkten, Alter. Das ist zu fassen. So. Wir müssen dahin und jetzt machen wir einfach das hier. Außerdem dürfte das jetzt nicht so schwer bewacht sein und so. Ein bisschen weiter. So. Das könnte uns ganz nützlich sein. Eine robuste Brieftasche nämlich. Die wir ganz gut gebrauchen können. Daher können wir jetzt nicht 4000 drin tragen, ja? Und so, ne? Eine robuste Brieftasche. Wahrscheinlich ist das irgendwie hier in dem U-Boot-Teil. Ich muss das Unterwasserrohr finden. Sauerklee.
Ich merke mal, da müssten wir jetzt Wasser gehen. Weil Unterwasserrohr kann ja nur unter Wasser sein, ne? Können wir kurz an die Oberfläche gehen? Hier scheint ja schon mal, scheine ich ja schon mal nicht falsch zu sein. Ich weiß, das war's unter Wasserrohr ist hier. Also da, da gesagt, da. Aber man kann ja mal gucken. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht.